Ja, moin! Und willkommen zurück zu Yo-Kai Watch, Gerapo Rhythm. Wir haben im letzten Part, der schon einige Wochen her ist, den Endboss geklatscht. Und zwar den hier. Ja, den Endboss dieses Spiels. Und daraufhin haben wir uns hier diesen Bosskämpfen angenommen. Wir haben Glibbermanda geklatscht, wir haben Captain Kenta geklatscht oder irgendwie so. Und jetzt sind die anderen Bosse dran. Und es wird hart. Ja, es wird wirklich hart. Wir haben einige Bosse vor uns. Wir gucken mal, wie weit wir kommen. Fakt ist, das hier ist der letzte Part. Bedeutet auch gleichermaßen, es ist egal, wie weit wir kommen. So, wenn ich halt merke, ey, wir kommen hier nicht weiter, dann kommen wir halt nicht weiter. Ich hatte nämlich nicht die Motivation gehabt, in den letzten Wochen, naja, zu leveln und zu leveln und zu leveln. Das kann man, glaube ich, verstehen, oder? Boah, das Krasse ist, dass die Riesenkluge wirklich pro Stück 5000 GP kosten. Das ist echt teuer. Wow. Na gut, wir versuchen trotzdem beim Boss gut anzukommen. Ich habe jetzt lange nicht mehr gespielt, also schon knapp einen Monat. Ich bin gespannt, ob ich das Spiel immer noch so gut drauf habe wie vor einem Monat. Und ob ich den Boss klatschen kann. Mal gucken, ob wir es hinkriegen mit dieser Konstellation. Wir haben zwei Yokai, die Level 70 aufwärts sind. Und die anderen, ja, sind etwa Level 50. Also im Durchschnitt sollten wir so auf Level 60 sein. Aber mal gucken, ob wir eine Chance haben. Gegen eine Klarinette oder Flöte spielenden Boss. Querflöte. Weiß Bescheid. Okay, wir müssen erstmal ausweichen. Und da habe ich eigentlich wieder mal gedrückt, aber ihr kennt das Spiel, ja? Das ist halt echt krass, weißt du, du kriegst halt einen Schadenspunkt und direkt ist alles kaputt. So, du machst einen Fehler und schon kriegst du so auf die Fresse, es ist nicht normal. Ich gehe mal davon aus, dass wir den Boss jetzt in der Form nicht mehr schaffen werden, weil dafür bin ich hier gerade viel zu kacke. Aber wir haben natürlich Orkonos Bruders. Ja, moin! Das hat schon... Ja, nicht so viel gebracht, aber ja, komm, das war's. Machen wir's nochmal. Hat so keinen Sinn. Ich würde euch zwar gerne noch die letzten weiteren Bosse zeigen und so, aber ich weiß nicht. Wenn sogar Orkanos gar keinen Schaden anrichtet, dann wird's keiner aus dem Team können. Ja. Leider. Wir können es ja noch ein, zweimal probieren. Und dann schauen wir mal. Aber ja, das hier ist der letzte Part. Egal, was jetzt passiert. Ich habe ja im letzten Part gesagt, hey, wenn der letzte Part gut angekommen ist, werde ich noch eine weitere Folge machen. Und ich sag mal so, die Folge kam ganz gut an. Deswegen... Ja, auch wenn es einen Monat später ist, gibt es jetzt hier von meiner Seite aus einen weiteren Part. Ja, moin! Nein. Scheiße, Mann. Ey, ich wollte doch gerade nach vorne gehen mit Orkanos. Komm schon. Also Fakt ist, wir haben jetzt übelst... Ja, keine Ahnung. Zeit verspielt, ne? Da habe ich gerade... Ich habe nach vorne gedrückt. Warum wird das nicht... Das macht... Also ganz im Ernst, das macht manchmal echt gar keinen Sinn. Aber okay, ne? Also ich merke schon, ne? Also die Steuerung ist halt genauso schlecht wie von vor einem Monat. Unspielbar, die Scheiße. Ist unspielbar, muss man einfach sagen, ne?
ist unspielbar, kann man nichts machen. So, ich kann auch ein drittes Mal reingehen, aber wenn ich halt nach unten drücke und das Tablet oder das Spiel zählt das nicht, dann kann ich da auch nichts für. So, weißt du, wenn ich nach unten oder nach oben ziehe und wie gesagt, das Spiel zählt das nicht, was soll ich dagegen machen, ne? Was soll ich dagegen machen? Da macht es auch keinen Sinn mehr, dieses Spiel noch weiter zu spielen. Na, aber es gibt ja Leute, die meckern halt rum. Wolltest du nicht noch eine letzte Folge bringen? Ja, habt ihr sie, bitteschön. Viel Spaß damit. Weißt du, ich verstehe das nicht. Das ist halt genauso wie das Verbindungsproblem aus Wibble Wobble Puni Puni. So, das ist 1 zu 1 genau das gleiche Problem. Ich drücke hier nach unten. Und warum habe ich gerade Schaden kassiert? Kann mir auch wieder keiner erklären. Weißt du, ich drücke nach oben, nach unten, nach links, rechts und das Spiel zählt es einfach nicht, ne? Das ist echt nicht normal. Ich meine, ich drücke sogar sehr offensichtlich nach vorne. Wisst ihr, was ich meine? Also wirklich eindeutig drücke ich nach vorne und das Spiel zählt es nicht. Ich verstehe nicht, warum. Also wenn wir es schaffen, dann wird es halt echt sehr knapp. Oh mein Gott. Das ist halt die Frage, wie gönnjaminhaft ist das Spiel noch unterwegs? Ja. Was für ein Drecksspiel, Alter. Was für ein Drecksspiel das auch manchmal ist, ne? Das ist nicht normal. Ich habe eigentlich in die richtigen Richtungen gedrückt, aber ihr kennt das Spiel ja, ne? Oh Mann, ey. Generell hatte ich im... Also um jetzt auch mal so ein Fazit zu ziehen und so. Das Spiel ist okay, aber... Ich weiß nicht, das Spiel hat nur irgendwie halb funktioniert. Gut, natürlich kommt auch das eine oder andere davon, weil... ich der japanischen Sprache nicht mächtig bin und dementsprechend nicht weiß, wie ich einige Sachen zu machen habe, aber an den ein oder anderen Stellen habe ich mich schon gefragt, so, hä, warum bekomme ich jetzt das und das hier nicht so? Was soll das? Zum Beispiel, als ich, mich gefragt habe, wie komme ich eigentlich an die ganzen Yokai ran, die zum Beispiel andere bekommen haben? Warum bekomme ich die nicht? Ja, natürlich springt er da drauf. Klar. Ich habe nach unten gedrückt. Ich habe nach unten gedrückt. Ich kann nichts dafür. Ich kann da nichts gegen machen, Alter. Ich kann da wirklich nichts, gar nichts gegen machen. Wie komme ich an die verschiedensten Yokai ran? Warum habe ich nur diese Handvoll Yokai, die ich seit Spielstart habe? So, warum? Das macht keinen Sinn. Kann ich nichts gegen machen. Ich kann nichts dagegen machen, Alter. So, das müsste es eigentlich gewesen sein. Ich habe jetzt offscreen 20 Minuten probiert. Und endlich ist das Ding geklatscht. Ja. Wow, das hat aber gedauert, nicht wahr? Ich wollte euch einfach das Übel ersparen, weil es einfach erstens keinen Spaß macht und zweitens ist es einfach nur ätzend. Wodurch es natürlich weiterhin keinen Spaß macht, aber ja. Das wäre geschafft. Mal gucken, welcher Boss uns als nächstes erwartet.
Das ist der hier. Okay. Wir gucken mal rein. Aber ich kann nicht versprechen, dass wir den schaffen. Komisch ist aber, dass der Level Up oder dass die Levelkurve hier nicht so rasant hochgeht, wie ich gedacht habe. Ich dachte, okay, gerade eben gegen den Querflöten-Boss, sage ich jetzt mal so, ja, hatten wir Level 64 als Stufenanforderung. Jetzt haben wir Level 66, also wieder mal Level plus 2, was relativ sozial ist. Eieiei. Aber hier kann man sich wenigstens wieder heilen. Das ist immer ein bisschen fair hier. Muss man ganz klar sagen. Und ich finde komischerweise das Gönnen, das nach... Ja, Gönnen, genau. Okay, das wird gar keinen Schaden ziehen, das weiß ich. Weil Usapion, so, der macht gar keinen Schaden. So, das ist... Hätte ich mit Orkonos viel mehr erreicht, aber ich wäre eh nicht mehr zu ihm gekommen. Weil bestimmt, nachdem ich dann irgendwie die nächste Runde abgewartet hätte, um Orkalos nach vorne zu schicken, wäre dann die Runde schon wieder vorbei gewesen. Also ja. Ich bin auch mit Gargos nach vorne gegangen. Also bitte, was soll das? So, mal gucken, wie viel Schaden wir jetzt im Vergleich zu Usopion machen. Usopion! 376.000, ach du Scheiße. Okay, wir können es vielleicht doch noch schaffen. Fuck, der stackt sich das jetzt. Ah, fuck it. Egal. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Also wir müssen jetzt echt... Ich find's halt bei solchen Sachen komisch, wenn ich halt erstmal da drücken muss, da dies machen muss, da das machen muss. Wie kann ich da durchkommen, ohne Schaden zu bekommen? Das Fuck, das regt so auf. Weißt du, das macht gar keinen Sinn. Naja, ihr habt gerade den Boss gesehen. Ich habe eh keinen Bock mehr, das Ganze hier so weit durchzuflexen. Deswegen scheiß drauf. Es ist ein neuer Song reingepatcht worden. Und zwar der Yo-Kai Watch 4 Song. Der hier. Der eine Stufenanforderung von Level 2 hat. Wir hören mal ganz kurz rein. So als krönenden Abschluss zu Yo-Kai Watch 4. Beziehungsweise zu Shadowside, aber ihr wisst. Was gemeint ist. Und schon haben wir Rang S erreicht. Das ist halt... Ja, moin! Ich bin nochmal gespannt, wie viele Erfahrungspunkte wir für diesen Fight bekommen. Bin ich mal gespannt, ehrlich gesagt. Weil ich echt mal gern wissen möchte... So, jetzt ein Level zu spielen, welches man mit Level 2 schaffen kann. Mal gucken. Erstens Erfahrungspunkte, zweitens die G-Punkte. Oder das jetzt gerade hier auf die Sexualpraktik zu ziehen. Ja, moin. Aber ihr wisst, was ich meine, diese G-Points. Das macht es nicht besser, aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Die Währung in diesem Spiel. Mal schauen, wie viel wir zum Abschluss des Leads dafür bekommen. Und ich versuche natürlich auch, die Combo so weit durchzuziehen, dass wir nicht einen einzigen Patzer gemacht haben. Bis jetzt sieht es ja ganz gut aus. Ja, moin. So, also. Wie viel gibt das? Oh, das Schwere wurde freigeschaltet. Ja, da habe ich auch voll Bock drauf, das zu spielen. Da werde ich eh verkacken. Erstmal 21.000 Erfahrungspunkte. Nicht schlecht. Und über 1.000 GP. Das ist doch mal eine GP-Fahrmaschine.
wisst ihr Bescheid. So. Ich denke mal, das wär's für dieses Let's Play. Ja? Ich denke mal, wir hätten hier jetzt soweit alles Nötige gezeigt. Außer vielleicht jetzt die Bossfights, aber stellt euch einfach vor, dass die weiteren 4 Bossfights, die ihr hier seht, die Bosse sind, die man im Hauptstory-Verlauf getroffen hätte. Also, ja. Na? Ich denke mal, dass jetzt irgendwann, dass der letzte Boss wahrscheinlich der Boss hier ist. Höchstwahrscheinlich, weil so, es macht Sinn. Ja? Man hat quasi hier in den Boss-Rushes die verschiedensten Bosse der einzelnen Welten. Und ja, da kann man sich ja vorstellen, was da für Bosse kommen. Deswegen denke ich mir, komm, haben wir genug gesehen. Beenden das Let's Play. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst abschließend auch mal einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mehr von Yo-Kai Watch sehen wollt und ihr habt diesen Kanal bisher noch nicht abonniert, dann macht das, damit ihr nichts mehr von mir verpasst. Hauen Sie rein und bye.